Heute werden wir mal darüber sprechen, warum Coaching eigentlich so gut funktioniert. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich möchte heute mal über das Thema Coaching sprechen. Ja, ich meine, im Kanalname steht es Abiturcoach, vollkommen klar. Aber ihr wisst ja auch, dass wir seit einigen Monaten jetzt schon, eigentlich ganz 2019 durch schon, Schüler wie dich betreuen. Und ihnen dabei helfen, bessere Noten zu schreiben, sich besser dabei zu fühlen, keinen Stress mehr zu haben, keine Angst mehr zu haben, viel Freizeit dabei zu haben und trotzdem schlussendlich den Abiturschnitt zu erreichen, den sie sich wünschen. Und genau, darüber möchten wir mal mit euch sprechen, warum das so unglaublich gut funktioniert. Aber bevor wir da jetzt weiter reingehen, gerne hier ist erstmal noch ein paar Stimmen von Teilnehmern von uns, die dieses Jahr zum Beispiel schon Abitur gemacht haben, unser Coaching-Programm durchlaufen haben, und das sind ihre Stimmen dazu. Ich heiße Annalena. Ich bin Michael. Also ich heiße Lorraine Manessa. Ich komme aus Bayern. Und ich gehe an die Europaschule in Brüssel, die dritte. 18 Jahre alt und habe jetzt mein Abitur gemacht 2019. Ich habe 2019, also dieses Jahr, mein Abitur bestanden. Ich habe mein Abi vor ungefähr einem Monat geschrieben. War vor allem in dieser Zeit sehr intensiv im Coaching mit dabei bei Leo. Ein Freund, der hat das Coaching auch gemacht. Und dann hat er es mir empfohlen. Was mir ja schon sehr viel gebracht hat. Meine Probleme waren, dass ich nicht so richtig wusste, was meine Probleme sind. Ich war schon immer eine recht gute Schülerin. Ich dachte eigentlich, dass ich alles so richtig mache, wie ich es mache. Also ich war irgendwie von der schulischen Leistung her auf einem Plateau. Ich wusste nicht wirklich, was ich tun soll, um bessere Noten zu schreiben und damit das Lernen auch generell einfach fällt. Aber war ja irgendwie nicht ganz so der Fall. Bin halt ein bisschen falsch rangegangen, was das Ausführen des Lernens angeht, sag ich mal. Zuvor war es wirklich so, dass ich mich schon vor jeder Klausur ziemlich gestresst habe, und natürlich im Hinblick aufs Abi wurde das natürlich dann exponentiell schlimmer. Ich wollte das Beste halt rausholen. Ich habe ja meine Noten gesehen, habe gesehen, dass in manchen Fächern dafür, dass ich denke, dass es ganz gut ist, das noch nicht so ganz gut war. Dass ich mich selbst nicht mehr so reinstresse, was sich ja dann auch im Laufe des Coachings bewahrheitet hat. Das war auch immer so, dass ich ja diese Gedanken hatte, ja, wenn du jetzt noch mehr tust, dann wirst du noch besser und du kannst doch jetzt nicht aufhören zu lernen. Und das alles, das habe ich eigentlich komplett abgelegt. Generell Sachen, die nicht direkt auf die Schule bezogen sind, aber dann trotzdem bei eigentlich fast allem, was man macht, einen weiterbringen und somit auch, was die schulische Leistung angeht. Rundum bin ich eigentlich komplett zufrieden. Hatte dementsprechend viel mehr Freizeit, was ich mir eigentlich niemals vorstellen konnte, dass ich eigentlich in meiner Abitur-Lernphase so am gechilltesten von meiner ganzen Schulzeit gefühlt war. Das ist sogar meinen Eltern aufgefallen. Und irgendwie ist man dann auch durch den ganzen Tag viel produktiver und macht Sachen, die man eigentlich auch die ganze Zeit machen will, aber nicht dazu kommt. Also ich würde es auf jeden Fall ab der Oberstufe empfehlen, so ab 11. Klasse. Meine Mutter war schon ziemlich begeistert. Das Schlimmste erwartet, dass ich irgendwie so einen Heulkrampf bekomme oder so, und es war halt einfach überhaupt nicht der Fall. Ja, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und ich hätte vorm Coaching hätte ich auch nicht erwartet, so ein viel besseres Ergebnis zu haben, aber letztendlich habe ich doch eine sehr zufriedenstellende Note für mich. Und ich konnte mir am Anfang einfach nicht vorstellen, dass einfach dieses Mindset dermaßen viel ausmacht und dass du mir dann wirklich so viel helfen konntest. Ja, ich denke, das sollte als kleiner Eindruck reichen. Ihr merkt schon, die Leute sind super, super happy, und die Frage ist, warum ist es so und warum funktioniert Coaching auch einfach so gut? Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir selbst immer gefragt habe. Ja, ich meine, ich bin nicht nur selbst Coach, sondern ich lasse mich auch selbst von anderen coachen, weil ich einfach weiß, wie unglaublich wertvoll es ist, wenn man zu einer Person geht, die genau den Weg, den man selbst gehen möchte, schon gegangen ist und im Idealfall dabei auch ein Ergebnis erzielt hat, was man selbst auch erzielen möchte. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel in Bezug auf mich und unser Coaching einfach hier einfach super gut der Fall. Ja? Diese Videos hier schaut niemand an,
weil er, keine Ahnung, mich einfach nur so cool findet. Also gibt es, glaube ich, auch ein paar Leute, hallo an euch. Aber grundsätzlich seid ihr ja, also vielleicht seid ihr seid eher auf die Videos gekommen, weil ihr eure Noten verbessern wollt und dann habt ihr mich vielleicht im Prozess cool gefunden. Ja, aber der primäre Grund, warum ihr hier seid, sind eure Noten. Ja, und ich war ja auch in der gleichen Situation wie ihr. Ja, ich hatte mal eine 4 und eine 5 in Mathe, war auch mal ganz gut. So, ja, es hat sich auch über meine Schulzeit immer wieder geändert. Und dann Richtung Oberstufe, wo die meisten von euch sich ja jetzt gerade befinden, dann hat auch so gemerkt, okay, jetzt geht es halt um meine Zukunft. Ich will vielleicht mal irgendwas Gutes studieren. Dann will ich halt gute Noten schreiben, ja, und dann bin ich selbst die Oberstufe durchlaufen, genau das, was ihr gerade durchlauft, hatte auch da meine Probleme, ich habe gemerkt, hey, irgendwie ist alles anders und die Techniken, die ich davor verwendet habe, funktionieren dann auf einmal nicht mehr und all diese Sachen musst du selbst mit einem kämpfen, musst du verstehen, okay, wie kann man effizienter lernen, wie kann ich meine Motivation oben halten, wie teile ich mir meine Zeit an mit Schule, Freunden, anderen Freizeitaktivitäten, was man sonst noch machen möchte, Familie, Sport, sonst irgendwas, ja. Wie gehe ich mit den Lehrern um? Wie schaffe ich vielleicht auch mit dem Druck umzugehen, wenn dann das Abitur immer näher geht? Für all diese Dinge musste ich für mich selbst, weil es mir damals auch niemand gezeigt hat, selbst Lösungen entwickeln. Ja? Und das habe ich durch den ganzen Prozess der Oberstufe schon gemacht, bis ich dann mit meinem eigenen System die 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben habe und mir so den Traum von meinem Psychologiestudium auch ermöglichen konnte, auch wenn du an der Fernuni kein NC brauchst, Gott sei Dank, also für alle, die Psychologie studieren wollen, ab zur Fernuni, egal was euer Schnitt ist, aber trotzdem hätte ich mit meinem Abi einfach Psychologie studieren können. Und dann natürlich auch, das ist halt bei mir jetzt, weil ich halt schon ein bisschen länger das Ganze auch mache, kommt dann noch dazu, dann mache ich den YouTube-Kanal und ich habe es mir einfach zehntausende Probleme schon gehört. Ja, es gibt auch auf dem YouTube-Kanal, es sind keine personalisierten Antworten, ja, deswegen ist das Coaching nochmal besser, aber auch allein auf dem YouTube-Kanal habt ihr schon zumindest standardisierte Antworten zu nahezu jeder Fragestellung, die du irgendwie in Bezug auf Oberstufe und Abitur überlegen kannst. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach jetzt mit so vielen von euch schon zusammengearbeitet habe, dass ich jetzt mittlerweile erst bin ich den Weg selbst gegangen, war in der genau gleichen Situation, musste mit genau dem gleichen Problem wie ihr kämpfen, hab dann verstanden, wie es funktioniert, hab dann meine 1,0 Abiturprüfung geschrieben und seitdem mache ich nichts anderes mehr, als Leuten genau wie euch genau bei sowas zu helfen. Und dann ist es ja kein Wunder, dass Coaching einfach richtig, richtig gut funktioniert. Weil du hast jetzt gerade irgendein Problem in Bezug auf die Oberstufe. Garantiert, selbst wenn es bei dir sehr gut läuft, dann hast du kannst du bestimmt noch ein Problem mit dem einen Lehrer oder mit dem einen Fach, wo du vielleicht nur 12 oder 13 Punkte hast, ja. Wir haben immer ein Problem. Jeder Mensch hat immer ein Problem. Es ist einfach so. Niemand ist perfekt. Und wenn du durchgehend 15 Punkte schreibst, dich kannst du halt gut dabei fühlst, schreib mir gerne, dann kannst du ja vielleicht auch hier noch Coach werden, wie auch immer. Aber niemand ist in diesem perfekten Zustand, ja. Das heißt, es gibt immer noch ein kleines Problem, was man gerade hat. Und das ist eben das Spannende. Ja, und es gibt eben nahezu kein Problem, ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren versuchen, aber es gibt nahezu kein Problem, was ich noch nicht gehört habe in Bezug auf die Oberstufe und in Bezug auf das Abitur. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, ja, dass wenn jetzt du zum Beispiel zu uns ins Coaching kommst, dass du dann einfach genau die Lösungen bekommst, die ich schon entweder für mich selbst oder für Dutzend andere Personen zuvor schon entwickeln musste, einfach direkt bekommst. Und jetzt stell dir mal folgende Sachen vor. All die Probleme, die du jetzt hast, die dich noch davon, es sind ja keine Probleme, sagen wir, es sind Herausforderungen, ja, weil du einfach nur die Lösungen zu dem Problem nicht weißt. Es gibt keine Probleme, nur wenn du die Lösung weißt, dann ist es kein Problem, weil dann kannst du ja lösen, ja. Und jetzt stell dir vor, dass einfach in meinem Kopf, und es ist einfach so, einfach für jedes Problem in Bezug aufs Abitur, über Ernährung oder was auch immer, kann ich dir nicht so viel erzählen. Ja, aber in Bezug auf Abitur bin ich einfach der Experte. Ich weiß einfach gefühlt nicht alles, ja, aber es ist schon sehr nahe dran, weil ich es einfach auch durch den YouTube-Kanal einfach, ich habe mit so auch in den Instagram-Nachrichten, ich beantworte ja jeden Tag 10, 20, 30, 40, 50 Instagram-Nachrichten. Teilweise solche Briefe von eurer Situation, was gerade abgeht, ja. Dann ist es, irgendwann hast du alles durch. Irgendwann hast du alles durch und irgendwann merkst du auch im Verlauf, welche Lösungen funktionieren und welche funktionieren nicht. Und wenn du jetzt quasi dir vorstellst, hier sind dauerhaft 15 Punkte mit dem guten Gefühl und du wirst irgendwo hier sein, ja, irgendwo hier befindest du dich
gerade auf deinem Weg. Vielleicht schreibst du ganz okay Noten, fühlst dich ganz okay dabei, oder schreibst schlechte Noten, fühlst dich aber gut dabei oder wie auch immer. Ja, aber du bist irgendwo hier in dem Prozess. Und das Einzige, was dich davon abhält, auf dieses Level zu kommen, und es muss ja... Oh, sorry, ich bin nach unten gefallen, ne? Bin ich ein bisschen müde. Das Einzige, was dich davon abhält, du musst ja nicht mal auf dieses Level kommen. Ja, kann auch sein, dass dir schon 1,6 voll taugen würde, ja? Das Einzige, was dich davon abhält, auf dieses Level zu kommen, auf das du gehen möchtest, ist einfach, dass du nicht die Lösungen zu den Hindernissen kennst, die dich davon abhalten. Ja? Und wenn du in das Coaching kommst, dann kann ich dir einfach zu einem Problem bam, 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 bam die Lösung geben. Dann, was soll anders passieren, als dass du binnen kürzester Zeit genau dann nach oben gehst? Und das ist auch der Grund, warum Coaching so gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich so stark auf das Traumabitur-Coaching konzentriere. Weil genau da kann ich halt einfach auch personalisiert die Sachen raushauen, ja? Ich meine, YouTube, ich feiere den YouTube-Kanal so sehr und es macht mir auch so Spaß, die Videos für euch zu drehen, deswegen kommen die auch einfach immer weiter und weiter und weiter und weiter. Aber ich kann immer nur zu ein paar tausend von euch sprechen. Ich kann niemand zu einer Person sprechen. Wenn du jetzt aber zu uns Coaching kommst und dann persönlich mit mir sprichst, merke ich halt, ah, okay, die Anna, die Laura, die was auch immer, ja? Weiß ich einfach, okay, boom, 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 boom. Und ich sehe es in euren Augen, wo genau es gerade zwickt. Ja, manchmal liegen auch halt die Probleme nicht so auf so einer oberflächlichen Art und Weise wie, oh, hier, mach mal die neue Lernstrategie, sondern manchmal ist es halt was Tieferes, was Psychologischeres, ja. Und dann muss man da halt auch manchmal ein paar Hin- und Her-Fragen machen. Aber wenn man halt auch, wenn halt von eurer Seite auch, von dem Coaching-Teilnehmer, und da muss ich auch ein großes Lob an all unsere bisherigen Coaching-Teilnehmer aussprechen, das ist nicht unbedingt 100% bei jedem so, aber wirklich nahezu jedem, der bei uns Coaching kommt, ansonsten nehmen wir die Leute ja auch nicht an, weil ich das ja auch im Vorhinein merke, ob jemand 100%ig committed ist oder eben nicht. Aber dadurch, dass die sich auch alle so reinhängen, ja, das heißt, wenn du niemand bist, der sagt, boah, mir ist mein Abi mega wichtig, sondern sagst du, ja, juckt mich eigentlich nicht, dann muss ich auch nicht bei uns am Coaching bewerben, weil dann macht es auch keinen Sinn, ja. Aber für diejenigen, die halt Gas geben, dann ist es logisch, dass es auch einfach funktioniert, weil sie es auch einfach wirklich wollen. Und das gepaart dann mit all den Informationen, die ich geben kann, ist natürlich logisch, dass es funktioniert. Wichtig ist dafür halt, dass man es wirklich machen möchte. Genau, und das liegt halt vollkommen in deiner Hand. Das heißt, wenn du sagst, nee, Abi ist mir nicht so wichtig, vollkommen okay. Und auch meine ich auch wirklich so. Ja, meine ich wirklich so. Abi ist in meinen Augen nicht alles. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn du sagst, ich will ein geiles Abi haben, ich will das und das studieren, dann komm gerne zu uns Coaching. Die Bewerbung dafür ist vollkommen unverbindlich. Einfach nur mal das Formular, einfach erster Link in der YouTube-Beschreibung, einfach mal sagen, hey, das bin ich, und dann werde ich oder jemand aus meinem Team mit dir telefonieren und dann gucken wir, wie wir dir weiterhelfen können. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Coaching allgemein haltet. Habt ihr schon mal irgendwo ein Coaching gemacht? Ist vielleicht für Schüler noch nicht so gewöhnlich. Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut, dass es Coaches gibt? Findet ihr es komisch, dass es Coaches gibt? Was sind so eure Assoziationen mit Coaching? Habt ihr schon mal anderen Leuten geholfen? Habt ihr selbst schon mal gemerkt, wie es sich anfühlt, jemandem genau in dem weiterzuhelfen, was er schaffen möchte? Vielleicht auch, weil du es schon geschafft hast. Und wenn es nur deinem kleinen Bruder beizubringen ist, wie man spricht. Ja? Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ist eure Verbindung zu Coaching? Ja? Weil für mich ist einfach ein ganz großes Leidenschaftsthema, und mich interessiert es natürlich auch voll, wie als Community und ihr vor allem auch einfach tickt. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und bis dahin denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. If it's my dream, I can't let none of these looks in the